Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Warm Sword Unterlagerung. In der letzten Folge haben wir auf der Suche abgeschlossen und den Heiligen Gral gefunden. Und jetzt sind wir in der letzten Story der mittelalterlichen Kampagne und wahrscheinlich auch der letzten Mission im gesamten Spiel. Sehr schön. So, warten wir, bis der Text scrollt und dann fangen wir an. Bei Mordred und Morgana. Die letzte Schlacht steht bevor. Mordred muss aufgehalten werden. Aber wie? Die Festung dieses kleinen Teufels wird durch die magischen Kräfte von Morgana beschützt. Es gibt in dieser Gegend eine alte Legende von einer großen Macht, die nur von denen benutzt werden kann, die mit ihr umzugehen wissen. Wir brauchen einen Wurm mit großem Wissen, jemand, der uns das Geheimnis verraten kann. Merlin. Ja. Gibt auch so eine Fernsehserie, Merlin, oder? Wenn da auch die ganzen Ereignisse so dargestellt, wie sie geschehen sind. Oder so. Pff. Mein Deutsch ist irgendwie voll, irgendwie schießt hier so richtig durch die Decke. Ja, wir haben mittags, sonst tue ich mal abends aufnehmen. Das sieht doch mal einer guten letzten Schlacht aus. Sie ist eine Hexe. Er ist ein schräger Vogel. Morgana und Mordred. Ein Zweiergespann von Mutter und Sohn. Hey, wie eine Fernsehserie irgendwie. Mit einem Hang zur Magie. Die Magie von Morgana. Beschützt Morgana. Was? Beschützt Mordreds Festung. War so schnell weg schon, ja? Pah, wo bleibt Merlin, wenn man ihn braucht? Ey. Oh, da ist er ja. Irgendeine Idee, Merlin? Ja. Hallo? Merlin sagt bla bla bla, um eine Verbindung zwischen dieser Statue und dieser Statue zu schaffen. Okay, ich muss das mit das verbinden, okay. Warum ist denn so schnell? Hallo? Warum ist denn so schnell weg? Machen die sich also eine Arbeit? Warum muss ich da machen? Die Festung des Gegners muss zerstört werden. Zwischen den beiden Statuen muss eine Verbindungskette von Gebäuden errichtet werden. Wieso geht denn das auf einmal so schnell weg? So, ich habe unbegrenzte Türme. Boah, was willst du mehr? So, der letzte Kampf. Das sieht doch mal richtig episch aus. Die haben 666. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, die zu erledigen kann ich, glaube ich, vergessen. Oh mein Gott. Oh, ich habe begrenzte Munition natürlich. Das habe ich natürlich unendlich mal. Das ist geil. Naja, ich habe mich ja so gut angestellt. So, komm. Okay, sehr gut. Okay, das sieht mal nach einem sehr schweren Kampf aus. Aimless One, okay. Könnte mal in der Nähe von Lava oder so sein, weil dann könnte ich euch da runterhauen. Ich habe wahrscheinlich nur 100 KP oder so, ne? Okay. Wie gesagt, mir der Rest kann auch so beschissen treffen. Ich brauche ganz schnell ganz dicke Sachen. Jetzt verbinden sie sie. Ja, ich nutze jetzt mal aus, dass ich die Dinger unendlich habe. Verballere jetzt nicht meine Munition. Ich weiß jetzt, wie man mit den Dingern umgeht. Ich habe trainiert. Boah. Auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Ist ja immer noch nicht perfekt. Ich habe Chance, aber was soll's. Bitte schießt nur mit Bazookas und so und trefft nicht, bitte. Wie du schießt da lang. Hör auf mit dem Skill-Shots. Tut irgendein Competitive-Wurmspieler so schießen? Ist das wirklich... Okay. Ist das wirklich etwas, was man kann, wenn man, weiß ich nicht, jahrzehntelang Worms gespielt hat?
verzweifle doch ein bisschen. Ich habe das unendlich mal geil. Warum? Hä? Was? Hab doch. Ich hab doch. Bergfried gebaut. Da hat nichts getroffen, glaube ich. Ich habe mir gerade die Nase geputzt und die juckt schon wieder. Wie soll ich denn verbinden, Mann? Ja, wie denn? Der will bekommen, die kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Vielleicht habe ich hier schon mal in so einem Multiplayer-Spiel gespielt oder so. Also wie ich das früher gespielt habe als Kind. Ohne Kampagne und so. Oh nein. Warum ist der Bergfried nicht mit dem Turm verbunden? Mir auf den Arm nehmen, die machen den wieder kaputt und alles ist weg oder was? Ich kann irgendwie da nichts bauen. Da kann ich irgendwo was bauen. Warte, ich komme mich jetzt dahin. Ach, da hinten, boah. Muss da hinten hingehen, ja, leck mich am. Okay, ich tue bestimmt nicht hier meine ganzen Dinger hier verballern. Ich warte, bis die Festung schön, sehr gut, sichtbar ist. Vielleicht hat abgezogen. Nicht viel. Ja, die zu erledigen kann ich vergessen. Nein, er hat erst 3 KP verloren, hallo? Wie? Ich will da lang, geh weg. Die können bauen. Ma. Kann sich mal irgendjemand in der Nähe von einem Lavabecken so aufhalten? Oh nee. Oh gut. Da wäre voll geil. Okay, die geht auf mein Tor. Oh, wenn der kaputt ist, ja super. Wenn der kaputt ist, dann ja, kann ich wieder alles aufbauen. Also nicht alles, aber das meiste. Hallo, ich brauche nur Bergfriede. Hallo. Ja, schon endlich mal. So, und da sollte ich mich vielleicht fernhalten. Ja. Warum habe ich die nicht unendlich mal, ganz ehrlich? Ja, friss das. Verdammt. Ich dachte, das wird mit einem Schlag weggehen, wenn man richtig trifft. Wenn man richtig trifft. Oh, wehe, wehe, du baust jetzt da einen hin. Nein, geh weg da. 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 Du blöde Sau. Ey, ich hasse die. Warum ausgerechnet da? Da machen die doch nur, damit ich meine dicken Sachen hier einsetze. Und wow, das war doof. Da machen die doch nur, damit ich meine dicken Wummen hier einsetze, um das wegzuhauen, ne? Mann! Ey! Komm ich darüber und tauche ich mit einem Shoryuken. Was zum Teufel? Was hat denn für einen Sprung? Tauche ich gleich mit einem Shoryuken da weg. Okay, die habe ich nicht unendlich mal. Ich will da oben hin bauen. Boah, mit so eine Holzbrücke irgendwie so eine Festung aushält, ne? Mach ihr doch. Ich will extra hier das Ding weghauen. Na, das hat's nicht gewacht. Ma. Muss ich meine Balliste einsetzen wahrscheinlich. Ihr baut nicht wieder was dahin. Säcke. Ey. Guck ich da dann an. Ja, hat genau jetzt so gebaut. Boah. Weil mit dem nächsten Zug kann ich mir nichts bauen.
Oh nein. Oh nein. Mach keinen Scheiß. Ey. Wie die Wahnsinnigen. Lex, geh da weg. Oh nein. Das Ding ist weg. Verdammt. Oh nein. Lex, 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 Lex. Nein. Oh, oh Gott sei Dank. Okay. Da baue ich gleich eine Burg hin. Könnte aber versuchen, die wegzuhauen. So, ihr Pisser. Was? Okay. Wo? Da. Hi, na. Oh Mann. Ich muss extra das Ding hier weghauen. Na, okay, gut. Turm zermalmt. Ja, okay, ist egal. Ein bisschen Fallschaden bekommen, habe ich mir schon gedacht. Ja, da tue ich jetzt schön Burgen im Bauen. Die könnt ihr ja mal versuchen wegzuhauen. Da kann man denn ja weghauen, damit hier die meisten Sachen kaputt gehen. Ich könnte den Turm da weghauen, aber die sind alle verbunden, das ist kacke. Oh nein. Nein, nein, nein. Man kann viel Schaden anrichten. Da, nicht mitten da rein, Mann. Oh Gott, das wird mir tun. Sack. Oh, wenn die den jetzt wieder weghauen, dann... Boah, nee. So, wo? Oh. Ja. Schön da einbauen. Hat nicht gemacht. War. Warum ist denn damit nichts verbunden? Verdammt, ich hätte da was hinbauen sollen, ich Idiot. Aber den kaputt mal. Ich irgendwie weniger Zeit jetzt mich zu bewegen oder was? So, die können ja wohl nicht direkt was da bauen, oder? Nee. Ja, warum ist denn das nicht damit verbunden? So, ich kann da jetzt was bauen. Gut. Verdammt, was soll ich denn jetzt als erstes machen? Erstmal die da wegbauen oder? Oh nee. Warte, dann mache ich gleich alles kaputt. Werd gleich schon sehen. Bleib schön da drauf. Nein, nein. Oh Gott, nein, jetzt kann ich da wieder nichts bauen. Habe ich Gebäude reparieren, sonst habe ich hier ein Problem. Boah, wie doof ist das? Okay, ja, okay, da kann ich jetzt sowieso nichts mehr bauen. Verdammt. Welchen habe ich denn jetzt? Den hier. So, ihr Pisser. Boah, wer, du baust jetzt da wieder einen hin, ey. Okay, der ballert direkt. Oder will da irgendwo bauen. Er hat offere Bergfriede jetzt zu benutzen. Vorhin haben die gar nicht benutzt. Jetzt ballert mich voll damit zu. Nein, hör auf damit. Ach man. Daneben. Oder warte, die Bergfriede, die hau ich jetzt so was von kaputt, die gehen mir auf den Nerven. Damit könnte ich schön die Zitadelle, die Festung da weghauen, aber nein. Boah.
So, jetzt reicht's. Habe ich so einen Belagerungsunlager? Nee, habe ich nicht. Boah, geil. So, du. Nein! Oh. Oh, verdammter Dreck. Jetzt hauen die mich wieder damit kaputt, ne? Oh. Und ich habe nur 18 Minuten. Also jetzt noch. Verdammt. Er wird doch zeitmäßig nie klappen. Vor allem, ich muss noch mal zurück und das Ding da bauen gleich. Oh, kein Wunder. Okay, ein Mörser, das ist glaube ich nicht so schlimm. Das ist halt ein Mosoku-Massaker. Aber wie auch immer man halt ausspricht. Ja, außer wenn man natürlich volle Möhre trifft. Aha. Muss mal zurück, ganz ehrlich. So, wo ist unser Ding? Da. Da um. So. Wird ja wohl damit verbunden werden, oder? Sehr gut. Boah. Na warte, jetzt gibt es eins auf die Ommel. So. Hi, na? Guck mal her, Bams. Wie lange ist weg? Das ist echt weg. Sehr gut. Ein Bergfried weg. Ja, und der hat eine Menge Schaden bekommen. Da ist noch der eine Bergfried, wenn es geht. Dann habe ich hier erstmal Atemluft bereit. Vor allem, wenn das Ding immer noch... Hä? Warum ist denn ich mit einer verbunden? Hä? Woher sind die Dinger dazwischen kaputt? Ich weiß es gar nicht. So. Nein. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Muss ich überhaupt noch mal machen hier? Also, ich muss die Dinger hier kaputt hauen, genau. So, dat und dat. So, weiter da lang. Wer, du baust jetzt da oben einen und kriegst die Krise. Ich habe nur so 15 Minuten, verdammt. Das habe ich irgendwie nicht, habe ich so das Gefühl. Vor allem, wenn ich mir die Festung da voll ballern muss. Ich glaube, das ist miteinander verbunden, oder? Warte mal, bringt doch auch nichts. Wenn das kaputt ist, dann, ja, gute Nacht. Verdammt! Wo bin ich hier? Da. Nee. Da muss ich wieder reparieren. Habe ich noch mal so ein Reparierungskit? So, versuch mal das kaputt zu hauen. So. Zack, zack, zack. Ich weiß noch nicht mal, ob das eine richtige Wahl ist irgendwie so, aber... Das kriegt er jetzt nicht mehr so schnell kaputt. Viel Spaß dabei. Die ballert immer noch volle Möhre darauf. Ja, eine Burg hinpacken sollen, ganz ehrlich. Aber hatte ich ja nicht zu dem Zeitpunkt, oder? Ja, wir lassen uns hier schön Zeit. Ich will die Mission hier schaffen. Mhm.
So. Ach, warte mal so. Und ich treffe ich auch. Ich glaube schon, ja. Ist das weg? Das wäre jetzt voll geil. Jawohl. Ja, ich glaube, die Mission habe ich auch. Also noch hier so und da. Dann sind die aufgebunden. Dann kann ich mal wahrscheinlich das Ding ja wegpusten, ne? Das Eis da wegmachen und dann. Zum Teufel, was ist mit dem Namen Dingen? Bams. Daneben. Oh, daneben. So. Ich habe eine Brieftaube. Yay. Wird mir bestimmt nicht in den Rücken fallen. Habe ich echt, warum die nie einen weiteren Teil von der Ford-Serie hier rausgebracht haben. Wäre doch voll geil gewesen. Ich finde die Spiele gut. Also die Spiele, das Spiel gut. Okay, wir müssen uns beeilen. Einfach schnell. Kommt da eine Burg und vielleicht da noch und ja, dann seid ihr tot. Okay. Kommen sie die Bergfriede ein bisschen beschädigt? Gehen die ja nicht mehr drauf. Finde ich sehr gut. Dann ballern die ganze Zeit das weg. Und wenn das weg ist, dann bin ich weg. Ist wahrscheinlich. Und dann habe ich wenigstens nur noch so Dingens hier. Burgen und was weiß ich. Weiß nicht. Da könnte ich auch was bauen. Ich könnte das erstmal hier was bauen. Ich gehe zurück. Verdammt. Soldala. So, kann ich jetzt die Festung kaputt machen? Jetzt kann ich die Festung kaputt machen. Sehr gut. Sie haben sie miteinander verbunden. Ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit, Leute. Gut gemacht. Was ist das? Ein bisschen dürftig. Macht ja nichts. Das könnte Ihnen den Vorteil bringen, den Sie brauchen. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Schauen Sie, Arthur und Mordred. In einem Zweikampf auf Leben und Tod. Sie müssen Arthur helfen. Und Mordreds Festung zerstören. Ich bin ja dabei. Ich kann nur so viel, ne? Vergessen Sie diese Kiste. Vergessen Sie diese Kiste nicht. Da ist bestimmt eine Zitadelle oder so drin, ne? Wie? Ich bin dran. Hey, ich hätte noch was machen können, hallo? Wie, meine Zeit geht dann auch weiter. Ich glaube, ich schwinde. Macht der Bazooka. Wenn die ganze Zeit auf meine Würmer zielen würden, dann wäre ich tot. Aber zum Glück tun die nur auf das Ding zielen. Also irgendwie wie meine Kämpfe gegen die Festungen. So. Ich gebe nicht auf. Ich klebe auf Nummer sicher. So, wo ist der Teil da? Wissenschaftliches Labor. Perfekt. Wahrscheinlich ballern die auch sofort da drauf, ne? Ich konnte doch hier irgendwas bauen. Zum Beispiel, ich konnte doch hier gerade irgendwas bauen. Ma. Jetzt komme ich schon wieder nicht dazu, die anzugreifen. Okay, das wäre irgendwie das zweite, was ich gedacht hätte, was ich bauen könnte. War gut ist. So, dahin. So, jetzt konzentrieren die wahrscheinlich ihr gesamtes Feuer auf mich, ne? Ich kenne das doch.
Verdammt, hätte ich jetzt mein Super in die Effekt noch. Hätte ich 400 Schaden irgendwie anrichten können. Okay, die schießen nicht darauf. Okay, sehr gut. Dann seid ihr tot. Nur mal so nebenbei. Ich habe jetzt mit einem Renault zu sein und halt einen One-Shot weg. Hi, Dish. Einfach hier in Feindzone reingekloppt. So, jetzt muss die Festung lang glauben. Genau damit reingehen, aber ich habe 3 von denen. Hallo, du bist sowas von tot. Ich damit treffen würde. Verdammt! Ey! Bin hinter den Turm weggehauen. Ich habe das Ding fast gar nicht berührt und habe schon so viel Schaden angerichtet. Ja, den Kampf haben wir, ne? Ha. Ich war nur 10 Minuten, verdammt. Ne, 9 Minuten. Okay, ich gucke auf die Aufnahme, da sind noch 10 Minuten. Die ist so ein ganz klein bisschen verzögert. So, dann versuchen wir mal die Brieftaube noch einmal. So, bitte nicht auf... Ich weiß nicht, die dreht jetzt irgendwie voll ab und fliegt auf meine Festung wahrscheinlich. Nicht in die Lava, nicht in die Lava. Ja, ja. Okay. Ja. Das wäre noch so ein super Nil, fährt richtig gut. Ja, und die mittelalterliche Kampagne war irgendwie voll einfach bis jetzt. Das bis jetzt als die letzte Mission. Außer da kommt noch irgendwie was, wo alle Epochen aufeinandertreffen, weiß ich nicht. Ha, ha. So. Ein Rhinoceros. Kommt geflogen. Dish. War schon wieder, geht er einfach weiter. Ja, damit könnte ich irgendwie die Würmer angreifen, ne? Würde irgendwie 300 oder so abziehen, glaube ich. Zieht da immer so 180 oder so ab. Wenn das ein PS3-Spiel wäre, wird man bestimmt eine Trophäe bekommen, wenn man die alle erledigen würde. Normalen Würmer eher. Ja, die Würmer. Normalen Würmer, was? Was redet er da? Hä? Wollt ihr zu schweigen? Ach, ja, ich habe gewonnen. Außer da kommt jetzt noch was Episches. Ein epischer Plot-Twist und einen riesigen Wurm, den wir besiegen müssen. Irgendwie größer ist als 20 Würmer. So, da lang. Danke. Das letzte machen wir hier mit. Super. Jetzt hier noch Fans. Sehr gut. Boah. Sie haben es geschafft. Das ist Merlin. Nee, da ist Merlin. Boah. Schauen Sie mir immer gar nicht das aus. Bin Rhinoceros. Sehr gut. Ohne Morgana ist Mordred ohne Schutz. Und Arthur hat ihn getötet. Wie brutal. Moment mal, Arthur? Ist tödlich verwundet. Nein! Gut gemacht, edler Herr Ritter. Sie haben das Königreich gerettet. Doch leider konnte niemand den König retten. Oh weh, der arme Arthur. Mausetot wie eine Leiche.
Aber zum Glück ist das ja nur eine Geschichte. Was? Genau. Wir danken allen Mitwirkenden. Wir danken dem leitenden Direktor für diese Qualitätsproduktion, die Ihnen präsentiert wurde von... Von wem denn? Okay, was ist das jetzt? Wie nur Silber. Will ich auf den Arm nehmen? Ich habe alles hier auf Gold geschafft und den letzten Kampf nicht auf Gold. Was? Okay, Mordred Morgana. Kampagne abgeschlossen. Mittelalterliche Rot. Galahad. Mordred und volles Rohr. Okay. Bildergalerie, okay. Da habe ich ja nur das hier. Den ganzen Infos. Okay, ja. Wir haben 69% abgeschlossen. Und weiß ich nicht. Ich glaube, ich gehe mal hier rein. Ja. Ah, gut. Haben wir hier so einen Abspann. Ich habe es echt heute mit der Aussprache, ne? Der voll langsam geht, aber was soll's. Ich lege mal den Controller beiseite. Und ja, das war jetzt der letzte Part von Warm Spots unter Belagerung. Sehr schöne Fortsetzung, fand ich. Keine Ahnung, andere Leute tun ja sowieso die 2D-Worms-Titel hier bevorzugen. Und wenn nicht, dann tun sie irgendwie Worms 3D bevorzugen vor dem Spiel. Aber ich fand das Spiel eigentlich gut. Ich fand es irgendwie nicht so schwer wie den Vorgänger Worms 3D. Aber hier waren die Schlachten verdammt länger. Bei einigen Schlachten, die verdammt schwer waren, war das schon ein bisschen nervig. Aber wir haben es ja geschafft. Wir haben es alles mit Bravour geschafft und da bin ich froh. Ich weiß, es gibt hier noch so Prüfungen. Das sind auch, glaube ich, so Nebenmissionen noch. Oder Herausforderungen halt. Könnte ich theoretisch auch machen, aber ich möchte das Projekt hier an der Stelle beenden. Muss ja nicht alles 100% sein, kann auch 69% sein, ne? Und ja, das Crates so langsam vorbeigehen, glaube ich, dass ich hier noch ein bisschen viel reden muss, aber ja, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Was kann ich noch dazu sagen? Tom Gluckmann, geil. Ich hoffe, einigen Leuten hat das Projekt hier gefallen, einige haben ihren Weg zu diesem Projekt gefunden, haben es ein bisschen verfolgt und ja, ein bisschen gelacht oder weiß nicht, ein bisschen Spannung vielleicht aufgekommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie das Projekt angekommen ist auf andere. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß, auch wenn das blöde war, dass manchmal die Aufnahmen ein bisschen komisch waren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht kann das an meinem Mikrofon liegen. Manchmal weiß ich nicht. Sind die Sounds irgendwie so komisch, irgendwie so, hört sich das so an, mitten so aus dem Nichts. Und dann verschiebt sich irgendwie noch manchmal der Ton und manchmal ist das Spiel irgendwie voll verschwommen gelaufen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Bei den Rohdateien ist das irgendwie nicht, nur wenn ich irgendwie gerendert habe. Aber ich habe schon einige Videos 5-6 Mal gerendert und da ist immer noch ein Problem aufgetaucht. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung, woher dieses Problem kommt. Das ist aber auch nur, glaube ich, bei Worms, also meinen PS2 Aufnahmen bis jetzt so gewesen. Ich habe auch bis jetzt nur mit PS2 Aufnahmen Probleme gehabt. Das weiß ich nur bei Mega Man X8. Ja, das war da, weil er sich irgendwie, weiß ich nicht, immer zwischen der Videoqualität irgendwie so geändert hat. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, hat irgendwie so 50 Zoll auf 60 Zoll irgendwie so immer gewechselt bei Cutscenes und so und deswegen ist halt immer hin und wieder abgestürzt. Das ist ja hier nicht passiert, zum Glück. Okay, er hat es auch nicht umgeschaltet und so, aber egal. Egal. Ein paar Probleme gab es, aber das ist jetzt nicht so schlimm gewesen, fand ich jetzt. Ist auch nicht so oft aufgetaucht. Ich glaube, in den letzten Sessions ist das so ein bisschen öfter aufgetaucht. Ich hoffe, es passiert jetzt nicht in dieser Session. Und ja. Was noch? Story, ja, wie gesagt, ich hätte noch ein bisschen irgendwie so weltgriechische, die asiatische Geschichte und so, orientalisch meine ich,
gerne was hineingepackt, aber so mein Hauptfach ist halt jetzt nicht gewesen, deswegen ja, ich weiß auch hier so ein paar Sachen über Griechenland und so, die Mythologie und so. Aber Mythologie und Geschichte ist ja wieder was anderes, oder? Weiß nicht. Ja. Aber ich hoffe, das hat nicht allen so sehr gestört. Und ich glaube, da sind die Crits Ende, weil das stand ganz am Anfang. Wir stehen hinten. Ja. Ja, okay, ich glaube, das hat sich jetzt wiederholt. Egal. Da ist ja für mich, ich kann das Projekt hier beenden. Und ja, da kommt nichts mehr. Wäre jetzt sehr peinlich gewesen, wenn da noch was gekommen wäre. Dann beende ich das Spiel jetzt an diesem Punkt. Und wer weiß, irgendwann wird Worms Mayhem kommen. Ich glaube, das ist dieser neueste 3D-Titel. Was heißt der neueste? Aber der neueste 3D-Titel, ja. Und ja, vielleicht sehen wir uns in dem Projekt dann wieder. Irgendwann. Nicht jetzt, aber okay, auch nicht morgen. Aber irgendwann. In naher Zukunft vielleicht. In dem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen erneut und sage tschüss bis zum nächsten Projekt. Und ich habe mich jetzt hier gerade wiederholt, deswegen beende ich den Part hier, bevor es noch peinlicher wird. Ciao!